Hallo, wir sind bei einem neuen Tanzvlog am Mittwoch. Ich bin Claudia, ich bin im Studio 2 My Place to Move und ich möchte heute mit euch ein ganz wichtiges Thema besprechen. Nämlich werde ich immer wieder angesprochen und gefragt, Claudia, wie kann ich mir Choreografien besser und schneller merken? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr kennt das vielleicht auch. Ihr steht im Unterricht, ihr lernt eine neue Choreografie. Solange der Dozent vorne steht, ist alles gar kein Problem und alles läuft. Und sobald der Dozent an die Seite geht und sagt, so, jetzt seid ihr dran, sind die ersten Schritte schon vergessen. Ja, was kannst du dagegen tun? Darüber möchte ich mit euch sprechen und euch ein paar Tipps dazu geben. Gerade wenn du das erste Mal im Unterricht bist und wenn du ganz neu dabei bist, dann ist es erstmal schwierig, sich die Koordinationsgeschichte und so viele Schritte auf einmal in dem Tempo zu merken. Aber in dem Moment ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass du den Druck rausnimmst, dass du sagst, ich bin hier, um Spaß zu haben, dass du das machst, was geht und vielleicht sogar erstmal die Arme weglässt. Nachbessern kannst du immer noch, das ist kein Problem, aber fang erstmal an und konzentriere dich vielleicht erstmal auf die Füße. Wenn du die Füße dann hast, kannst du die Arme dazu nehmen und dem Ganzen noch ein bisschen Perfektion verleihen. Dann aber als Tipp, wenn du die Choreografie einigermaßen im Kopf hast, versuch nicht so sehr, dich auf den Dozenten vorne zu verlassen und auf ihn zu schauen, sondern arbeite vielleicht mit dem Spiegel, schau, was du machst und versuch einfach, dass du die Choreografie aus deinem Kopf umsetzt. Weil ich merke es selbst ganz oft im Unterricht, viele Schüler konzentrieren sich einfach auf mich und sobald ich nicht mal vorne stehe, funktioniert nichts mehr. Das ist ein großer Fehler. Also versuch einfach, wirklich dich auf dich zu konzentrieren und die Choreografie aus deinem Kopf kommen zu lassen. Zweiter Punkt, Wiederholung. Natürlich ist das A und O Wiederholung. Das heißt, du kannst zum Beispiel deinen Dozenten darauf hinweisen, können wir das nochmal machen, können wir das nochmal wiederholen, mit Musik oder auch ohne Musik. Du kannst Leerlauf im Unterricht, wenn die Musik angemacht wird oder wenn der Dozent anderen Leuten was erklärt, kannst du nutzen für dich, um die Choreografie nochmal im Kopf zu wiederholen. Oder zu Hause, du hast eine neue Choreografie gelernt, du kommst nach Hause, du möchtest dich erinnern, geh sie direkt nochmal durch. Das hilft auf jeden Fall. Dann kannst du natürlich, oder es macht Sinn, wenn du mit der Musik arbeitest und wenn du weißt, wann passiert was auf der Musik. Es gibt unterschiedliche Typen, du kannst entweder mit den Zählzeiten arbeiten, das ist auch bei den Choreografien, je nachdem, entweder arbeitet man mit Zählzeiten oder mit der Lyrik, aber versuch das Timing des Songs zu verstehen. Vielleicht hast du Wörter in der Musik, wo du weißt, ah, da passiert das. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Du solltest einfach wissen, wann passiert was. Und Eselsbrücken, zum Beispiel durch Wörter in der Musik, sind immer super. Der nächste Punkt ist, du kannst natürlich auch mit Videos arbeiten. Jeder hat mittlerweile ein Handy dabei, sprich natürlich vorher mit deinem Dozenten, ob das in Ordnung ist. Vielleicht filmt er es einfach auch selbst. Vielleicht filmt er sich sogar einmal langsam und dann auf Musik, sodass du auch das Timing dazu hast. Vielleicht wird auch die Gruppe einmal gefilmt, sodass sie auch einen Vergleich hat und guckt, was läuft noch nicht so gut. Und damit kannst du super arbeiten. So kannst du dich auf deinen Unterricht vorbereiten, wenn du es möchtest und einfach auch zu Hause wiederholen, üben, üben, üben. Und das ist der wichtigste Punkt. Üben, üben, üben. Kein Meister ist vom Himmel gefallen und es ist wie mit allen Sachen, du musst es einfach üben. Das liegt an dir, wie oft du das tust, ob du das zu Hause noch tust oder nur hier im Tanzsaal. Alles ist okay, je nachdem, wie du Lust drauf hast und was du erreichen möchtest. Einen Punkt habe ich noch, oder einen Hinweis, weil das sind eigentlich so die Tipps, die ich dir damit geben möchte. Verzweifle nicht am Anfang, weil ja, es ist erstmal viel, du musst dich daran gewöhnen und die Koordination, das muss sich alles erstmal einspielen. Und du wirst aber merken, je länger du am Ball bist, desto einfacher wird dir das fallen und desto schneller wirst du darin, automatisch die Choreografien zu lernen. Also deswegen, bleib am Ball, probier es weiter, gib nicht auf. Und jetzt sage ich, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch.
Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, die euch brennend interessieren, oder wenn ihr sonst Hinweise habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.